Ich grüße Sie herzlich aus der Oase Steinerskirchen. Ich sitze hier vor unserem Kirchlein der alten Pfarr- und Wallfahrtskirche. Es ist jetzt Karfreitagnachmittag. Wir haben eben die Karfreitagsliturgie hier draußen im Freien beendet. Haben das Glück, dass wir in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit draußen im Freien Gottesdienst feiern können. Auf Abstand waren viele Leute da und jetzt nutzen wir die Zeit, ein paar Grüße aus Steinerskirchen zu schicken. Mit einem Blick in die Kar- und Ostertage und bewusst mit dem Ausblick auf Ostern. Verbunden mit ein paar Liedern aus meiner Werkstatt. Das erste Lied erinnert noch an den Gründonnerstag gestern. Gestern auch hier draußen die Liturgie. Die Erinnerung daran, dass Jesus mit seinen Freunden Mahl hält, dass es schon eine Perspektive gibt, eine bittere Perspektive auf Leid und Tod, Verzweiflung, inneres Ringen. Wir kennen das aus menschlichem Leben. Und ein Symbol hat Geschichte geschrieben, der Hahnenschrei. Petrus, der sagt, ja, ich setze alles auf eine Karte, dir will ich treu bleiben. Und Jesus sagt es ihm vorher schon auf den Kopf zu, nein, du wirst mich verleugnen. Die Erinnerung daran, dass das auch so menschlich ist. Wenn es darauf ankommt, möglicherweise nicht durchzuhalten und zu kneifen, einen Ausweg zu finden, der nichts mit Treue zu tun hat. Vor dem Hahnenschrei heißt das Lied, mit der inständigen Bitte, mach du von unserer Angst uns frei, schon vor dem ersten Hahnenschrei. Vor dem Hahnenschrei, wenn im Dunkel der Nacht der Zweifel mitmacht, Besitz von uns nimmt, das Handeln bestimmt, mach du von unserer Angst uns frei, schon vor dem ersten Hahnenschrei. Vor dem Hahnenschrei, wenn die Furcht uns bedrängt, das Denken umfängt, wenn Schmerz uns berührt, die Kehle zuschnürt, mach du von unserer Angst uns frei, schon vor dem ersten Hahnenschrei. Vor dem Hahnenschrei, wenn der aufrechte Gang zerbricht unter Zwang, wenn Anpassung siegt, das Rückgrat uns biegt, mach du von unserer Angst uns frei, schon vor dem ersten Hahnenschrei. Vor dem Hahnenschrei, lass uns ahnen dein Licht, das Zukunft verspricht. Bei Nacht lass uns sehen, zu dir lass uns stehen, mach du von unserer Angst uns frei, schon vor dem ersten Hahnenschrei. Mach du von unserer Angst uns frei, schon vor dem ersten Hahnenschrei. Schon vor dem ersten Hahnenschrei. Vielleicht schaffen wir es immer wieder, doch noch einmal innezuhalten, wenn es um Wahrheit geht, um Redlichkeit, um Rechtschaffenheit. Und dann den Hahnenschrei erstmal gar nicht kommen zu lassen. Wie ich eben schon sagte, heute Nachmittag haben wir hier die Karfreitagsliturgie gefeiert. Waren ganz nah an der Geschichte rund um das Leid und den Tod Jesu.
Da bleibt die Frage nach Gott. Und wie immer es damals war, zur Zeit Jesu, ich glaube, da haben auch viele nach Gott gefragt. So wie das heute in Leitsituationen auch immer wieder über den Menschen einbricht. Wo bist du, Gott? Ein Lied, das so heißt, wo bist du, Gott? Eine Frage, die sich bestimmt auch in dieser Zeit der Pandemie Leute fragen. Wie kann das sein? Was hat das mit Gott zu tun? Wo bist du, Gott? Oder die vielen Dinge, die geschehen sind in der Kirche, die nicht in Ordnung waren und nicht in Ordnung sind. Wo bist du, Gott? Wie geht das zusammen mit meinem Glauben, mit meiner Hoffnung, mit meinem Bemühen? Wo bist du, Gott? Das Lied, was ich jetzt singen werde, bietet dann eine kleine Bitte, eine vorsichtige Bitte. Sei du da, wenn wir dich rufen. Sei du da, wenn wir dich suchen. Mit der uralten christlichen Bitte Maranatha. In der Muttersprache Jesu, aramäisch. Komm Herr Jesus, komm zu uns, komm Jesus. Da schwingt schon so ein bisschen Ostern mit bei aller Gottesferne, die der Karfreitag so zementiert. Wo bist du, Gott? Und ganz am Ende ein vorsichtiges Bekenntnis. Du bist da, wenn Menschen teilen. Du bist da, wenn Wunden heilen. Du bist da. Heraus aus dem Wo bist du, Gott, zu dem Du bist da. Ja, ich möchte glauben. Wo bist du, Gott, in unserem Leben? Wo bist du auf unserem Weg? Wer kann uns heute Antwort geben? Sagt uns, wie es weitergeht. Sei du da, wenn wir dich rufen. Maranatha, sei du da, wenn wir dich suchen. Maranatha, du bist da, wenn Menschen teilen. Du bist da, wenn Wunden heilen. Du bist da. Wo bist du, Gott, in all den Kriegen? In dem Wahn von Macht und Geld? Bist du in dem Schrei nach Frieden? Wo, wenn Unheil droht der Welt? Sei du da, wenn wir dich rufen. Maranatha, sei du da, wenn wir dich suchen. Maranatha, du bist da, wenn Menschen teilen. Du bist da, wenn Wunden heilen. Du bist da. Bist du, Gott, in all den Sorgen, die uns quälen Tag für Tag? Wo bist du in der Angst vor morgen? Wo, wenn keiner etwas wagt? Sei du da, wenn wir dich rufen. Maranatha, sei du da, wenn wir dich suchen. Maranatha, du bist da, wenn Menschen teilen, du bist da, wenn Wunden heilen, du bist da. Wo bist du, Gott, in all den Mauern, die verhindern Blick und Weg? Wo bist du, Gott, in Schmerz und Trauer, dann, wenn nichts mehr weitergeht? Sei du da, wenn wir dich rufen. Maranatha, sei du da, wenn wir dich suchen. Maranatha, du bist da, wenn Menschen teilen. Du bist da, wenn Wunden heilen. Du bist da. Sei du da, wenn wir dich rufen. Maranatha, sei du da, wenn wir dich suchen. Maranatha, du bist da, wenn Menschen teilen, du bist da, wenn Wunden heilen, du
da. Du bist da. Aus Schmerz, Leid und Tod und Ungewissheit und Gottes Ferne heraus zu dem Du bist da, zu dem Vertrauen in Gott. Das ist auch der Ausblick auf Ostern, auf Auferstehung. Morgen Abend werden wir das hier draußen feiern. Und es werden wieder Menschen aus der Region kommen, die der Pandemie geschuldet und angepasst auf Abstand mit Masken, so wie das möglich ist, doch in großer Gemeinschaft Gottesdienst feiern. Das leere Grab, das soll morgen Thema sein. Das leere Grab. Und dass Jesus lebt. Ja, Jesus wird leben. Das Lied heißt auch das leere Grab und der Refrain Jesus lebt. Das alte Kirchenlied Jesus lebt ist so ein bisschen verarbeitet und wer das kennt, wird dieses kleine Motiv entdecken in diesem Lied. Ich habe es bewusst ausgeliehen aus diesem traditionellen Kirchenlied, weil dieses Jesus lebt, das ist wie ein Signal, ein Motto, das andere wieder hereinruft in das Fest der Auferstehung. Ein Signal. Und mit diesem Lied verbunden für Sie, für euch alle auch ein guter Wunsch zu Ostern, dass diese Krisenzeit uns nicht weiter klammert, sondern dass wir immer mehr mit viel Rücksicht und viel Zuversicht, dass wir Wege gehen, Wege des Lebens miteinander auf immer mehr Freiheit und immer mehr Sorglosigkeit hin. Jesus lebt und seine Auferstehung, sein ewiges Leben soll uns begleiten, soll zünden, soll Feuer legen in uns und soll uns immer wieder zeigen, dass Leben mehr und anders und reicher und weiter ist als all das, was uns derzeit vielleicht klammert oder irgendwie negativ berührt und beschäftigt. Jesus lebt. Das leere Grab, der nutzlose Stein, ein Staunen, ein Ergriffensein. Der Tod ist bezwungen, das Dunkel verliert die Macht. Leben blüht auf, Jesus lebt, er lebt, das Grab ist leer. Das Wunder wird wahr, Jesus lebt, Halleluja, ja, er lebt, Halleluja. Am dritten Tag ein Wort, das genügt, eine Stimme in der Wärme liegt, die Nähe löst Ängste und Liebe bewegt, das Herz schenkt und Kraft. Jesus lebt, er lebt, das Grab ist leer, er ist auferstanden, stirbt nicht mehr, der Tod ist besiegt, das Wunder wird wahr. Jesus lebt, Halleluja, ja, er lebt, Halleluja. Vertrauter Blick, einmal Brot und Wein, die Erkenntnis, er wird bei uns sein, stärkt unsere Hoffnung, wir feiern das Osterfest gegen den Tod. Jesus lebt, er lebt, das Grab ist leer, er ist auferstanden.
Auferstanden stirbt nicht mehr, der Tod ist besiegt, das Wunder wird wahr, Jesus lebt. Halleluja. Dieses Halleluja soll Kreise ziehen für Sie, für euch, ganz persönlich, in Familien, in Freundeskreisen, in unserer Welt des Glaubens, in der Kirche. Gottes Segen. Gottes Segen, das Gefühl der Auferstehung, das Gefühl der Ewigkeit, in Gott geborgen zu sein. Herzliche Grüße aus der Oase Steiners Kirchen, auch im Namen von allen Mitbrüdern, den Herz-Jesu-Missionaren hier, frohe Ostern.